Hi und damit herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Es könnte eventuell passieren, dass ich ab und zu, beziehungsweise dass ab und zu die Aufnahme etwas laggt, also minimal müsste. Also ich habe es jetzt versucht, möglichst so weit runter zu machen, dass es nicht laggt oder halt kaum laggt, nur gerade dürfte es wegen diesem Regen hier ein bisschen ruckeln, weil mein Aufnahmeprogramm Probleme damit hat, den Regen zu verarbeiten. Ich bin mir nicht genau sicher, warum, aber es ist so. Und ja, ich hab die Grafik auch runtergeschraubt und wie ihr seht, ist es dunkler geworden, weil ich benutze ein Programm, womit Guild Wars etwas hübscher aussieht. Das ist erlaubt. Dieses Programm. Nur solange. Kamerasteuern. Haltet die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um eure Kamera zu steuern. Haltet die Taste während des Bewegens weitergedrückt, um euren Charakter in die Richtung der Kamera zu steuern. Das ist unser Charakter. Schön, oder? So. Das wissen wir. Ich habe neue Befehle für euch. Okay. Ihr kommt gerade rechtzeitig, Soldatin. Die Geisterarmee ist wochenlang auf das Tor eingestürmt. Jetzt ist sie tatsächlich durchgebrochen. Kämpft euch zur Front durch und meldet euch bei Santorio Christolch, um eure Befehle zu erhalten. Kämpft euch vor bis zur Front. Okay, machen wir doch mal. Hey, hier drüben! Hallo. Wie schön, dass ihr zu uns gestoßen seid, Lissi Sanftpfote. Je mehr, desto besser. Bleibt ihr hier hinten bei der Elite des Trupps oder wollt ihr weit? Ich kann nicht bleiben. Ich wurde in die Front befördert. Ist das der Typ, den wir... Ich bin gerade... Warte mal. Okay, damit kann ich nicht interagieren. Darf ich mit dir interagieren? Alle zur Seite. Ich habe meine Tretstiefel an und kein Moosgummi mehr. Wie immer bringt eure Drohungen durcheinander, Kumpel. Kämpft ihn weiter den guten Kampf. Volle 360. Mach das mal nach. Okay. Heiler, helf mir auf, damit ich im Kampf sterben kann. Ich bin kein Heiler. Ich brauche eure Hilfe. Tribun Brimstone hat mich in die Gruft befohlen. Aber ich bin zu erledigt. Ich schaffe das nicht. Was ist da so wichtig, dass der Tribun der Blutlegion sich persönlich darum kümmert? Der Geist von Herzog Baradin ist viel stärker, als wir gedacht haben. Seine Armee hat gerade unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Ridlock wird ihn frontal angreifen. Wenn er es schafft, wird es Wochen dauern, bis sich der Geist neu gebildet hat. Und wir können unseren Verteidigungsring wieder aufbauen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Okay, begibt euch Zukunft. Das tun wir doch mal gleich. Und wie gesagt, wir laufen auf vier Pfoten. Das ist irgendwie voll süß. Vor allem mit unseren Begleiter. Winzling hat eine kleine Überraschung für dich. Oh, hallo Winzling. Diese Geister glauben, uns schikanieren zu können. Aber ich werde sie doppelt und dreifach töten. Und wenn sie immer noch nicht tot sind, werde ich es wieder zweimal. Tun. Lass den Rest von uns etwas übrig. Wünschte, ich könnte mit. Diese Geister wären ruckzuck tot. Toter. Okay. Es ist hier irgendwo noch ein bestimmter NPC, mit dem wir interagieren können. Sieht nichts. Oh, da. Ei. Wird langsam Zeit, dass ihr auftaucht. Wenn ihr euch aufgewärmt habt, solltet ihr Jaul suchen. Er ist schon mal zur Krypta losgelaufen. Keine Zeit zum Üben. Ich habe den Befehl erhalten, zu Tribun Brimstone zu stoßen.
Ich werde euch finden, wenn ihr den letzten Geist zurück in die Erde verbrannt habt. Okay, keine Zeit. Schreit, wenn ihr Hilfe braucht. Ich kann durch diese Geister eine Bresche schlagen, wie eine warme Klinge durch Butter. Ach, und noch etwas. Lissy Sanftpfote, wenn ihr dort oben sterbt, ist unsere Freundschaft Geschichte. Ich muss los, immer lächeln. Was? Mach unseren Trupp stolz. Okay. Ich bin... Okay. So. Endlich ziehen. Bleiben, Soldat, und Tribun Brimstone ist in die Krypta gegangen. Die Befehle lauten dafür zu sorgen, dass ihm keine Geister folgen. Das bedeutet, dass wir nicht vorrücken, bis sich der letzte Rauch aufgelöst hat. Unser Trupp ist zerstreut. Ich werde ihn zusammentrommeln. Hey, wer nicht Schritt halten kann, wird zurückgelassen. Befolgt mein... Okay. Befolgt meinen Befehl oder ich lasse euch wegen Ungehorsam von Kopf bis Schwanz aufschlitzen. Ja. Baradin hat seinen Diener diesmal wirklich in Aufruhr gesetzt. Und Boom Brimstone führt den Gegenschlag unter ihm im Grobgewölbe an. Also runter mit euch und kämpft, Soldat. Okay. Ich muss mich ein bisschen beeilen mit dem Lesen. Mehr Energie. Schließt euch der Einheit von Ridlock Brimstone an. Ich bin direkt hinter euch. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr wohl auftaucht. Uns wurde befohlen, so viele Geister wie möglich zu töten. Geht weiter, die gehören mir. Das wird euch gefallen. Schließt so schnell... Ah! Okay, dann nicht. Dann rede ich halt nicht mit dir. Okay. Ich muss mich, wie gesagt, ein bisschen beeilen. Oh, du bist auch nichts zum Quatschen. Geisterwellen besiegt. Oje, oh je, oh Gott, oh Gott. Dreckige Bässe. Das erfreut ihr noch. Da vorne, okay. So, okay. Dann müssen wir den Herzog jetzt besiegen. Mich kriegt ihr nicht klar. Ich vernichte euch alle. Also ich glaube, ich muss gleich nach dem Part mal die Lautstärke angucken, ob die passt. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört. Bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr wart Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher. Und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige. Aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig. Des
Das Inhaltshandbuch weist den Weg zu Events in der Nähe, Ansehen, Herzchen, Spähern und unerforschten Gebiet. Solltet ihr euch je verirren und nach etwas suchen, das ihr tun könnt, seht hier nach. Okay, Zorn des Toten abgeschlossen. Juhu, wir sind Level 2. So, einmal den neuen Bogen ausrüsten. Belohnung in der Stufe 2. Wir bekommen Heldenübersicht, Werte erhöht und Waffenfertigkeit 2 freigeschaltet. Wir haben eine neue Fertigkeit. Kommende Stufen. Bei Stufe 5 bekommen wir neue Klassenfertigkeiten freigeschaltet. Bei Stufe 6 edle Ausrüstung. Und bei 10 bekommen wir unsere Geschichte. Dann können wir die Hauptstory weiterspielen. Und bei 11 bekommen wir 5 Heldenpunkte. Das ist doch schön. So, dann gehen wir mal kurz hier hin. Und quatschen mit dem Teil. Mit dem Teil, es tut mir leid. mit Fürster Fernjäger. Rauchheim liegt außerhalb der schwarzen Zitadelle, auf Land, das wir von den Menschen zurückerobert haben. Von dort aus planen wir unsere weiteren Vorstöße Richtung Osten und Norden. Wir werden auf Widerstand der Flammenlegion treffen und mit einer askalonischen Geisterplage zu tun haben. Die Legion brauchen alle verfügbaren Kräfte. Okay. Dann würde ich sagen... Ich würde lieber Verräter der Flammenlegion als Askalonia töten. Wenn ihr lang genug am Leben bleibt, dürft ihr beides. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Wir haben hier unsere Ausrüstung, können wir hier begutachten und wie viel Damage wir ungefähr machen. Und, das wollte ich nicht. Es gibt hier, genau, doch, das wollte ich hier. Es gibt eine Garderobe und man sammelt im Laufe des Spiels Skins. Und die kann man sich hier überziehen. Man braucht hier Transmutationsladungen, oh mein Gott, um den Skin auf das Kleidungsstück ziehen zu können. Es gibt aber ein paar Skins, die man sich, holen kann durch Guild Wars 1. Es gibt, wie der Name wahrscheinlich sagt, oder wie manche sich das denken können, gibt es einen ersten Teil von Guild Wars, der ist halt sehr, sehr alt. Und dann gibt es hier zum Beispiel diesen Skin, das ist Vermächtnisrüstung. Die kostet 0 Aufladungen. Und es gibt für den Bogen zum Beispiel, gibt es auch so einen Skin. Zum Beispiel der hier, aber den kriegt ihr in Guild Wars 2, wenn ihr genug Erfolgspunkte habt. Erfolgspunkte seht ihr hier. Und hier könnt ihr alles angucken. Es gibt tägliche Erfolge, früher gab es auch monatliche Erfolge. Dann gibt es hier Festivals. Aktuell ist die Super Adventure Box. Die Super Adventure Box ist ein Jump and Run. Das ist angelehnt an Mario oder... Ja, ich würde sagen Mario oder Zelda. Ich würde sagen eher Zelda. Es gibt auch ein Schwert und ein Schild, was sehr ähnlich aussieht. Ich kann das leider nur gerade nicht zeigen. Ich kann aber den Bogen mal zeigen. Und ich denke, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, auf welches Schild und welches Schwert ich hinaus möchte mit der Anspielung auf Zelda. dann gibt es halt so Skins, die ihr euch im Laufe des Spiels freischalten könnt. Und normalerweise würdet ihr gefühlt alle 5 Minuten, wenn ihr das Spiel anfängt, einen Skin droppen, den ihr noch nicht habt. Und gut, dann dieses Item bekommt ihr, wenn ihr Guild Wars 1 mit Guild Wars 2 linkt. Hier könnt ihr dann rein und in Guild Wars 1 könnt ihr auch Erfolge machen. Und wenn ihr in Guild Wars 1 bestimmte Erfolge macht, könnt ihr euch in Guild Wars 2 Dinge freischalten hier in dieser Halle. In dieser Halle gibt es zum Beispiel für den Waldläufer diese junge Witwe. Die kann ich zähmen und als mein neues Pet mitnehmen. Das tun wir auch mal, weil ich gerne alle sammeln möchte. Dann können wir hier hinten auch einen jungen weißen Raben mitnehmen. Den nehme ich auch mit. Und
Wir reden mal kurz mit den ganzen NPCs hier. So. Hallo. Möget ihr nach Hause finden. Willkommen im Auge des Nordens. Vor langer Zeit, als der große Zerstörer sich erhob, hielt die Ebenvorhut diese Bastion der Hoffnung gemeinsam mit einem besonderen Helden, um unsere Vernichtung zu verhindern. Und dieser besondere Held bist du, falls du Gatewars einspielen solltest. Seid ihr tot? Mein Körper mag schon lange zu Staub verfallen sein, aber ich hüte diesen Ort weiterhin und erkenne Helden aller Völker. Das ist sehr edel von euch. Dann hier hinten ist ein Moor, den wir noch mitnehmen können. So. Und diese Tiere, die es nur hier gibt, die Tiere, die ich hier zähme, die gibt es nur hier. Die könnt ihr nur dort, erhalten, indem ihr Guild Wars 1 spielt und euch die Achievements freischaltet und euren Account mit Guild Wars 2 verlinkt. So, Mika Ferson. Alle Fertigkeiten, die ich einst lehrte, sind nichts im Vergleich zu eurer Machtheldin. Euer Name wird in die lange Liste der Helden aufgenommen, die Tyria geprägt haben. Ich werde versuchen, euch nicht zu enttäuschen. Stucky Muggleson. Ich hatte einen unbegrenzten Vorrat an Runen zu verkaufen, aber nachdem Hauptmann Gwen Thackeray ihre Truppen zurück nach Ascalon gerufen hat, sind meine Quellen versiegt. Ich kann euch leider nichts anbieten. Einverstanden. Hier hinten sind Xunlai-Truhen. Das waren früher die Lager in Guild Wars 1, wo ihr eure Items reintun konntet. Und so gesehen ist das eine... Wobei, warte. Wir können da kurz nochmal hingehen. So. Wir gehen da kurz hin. So, dann lese ich das kurz vor, weil man da halt auch etwas zum Lesen hat. So. Dieser Tresor ist Magie der Xunlai versiegelt. Die Inschrift auf den Deckel lautet: Sprecht mit einem Agenten der Xunlai, um eure Accountspeicher noch heute zu aktivieren. Es standen immer zwischen den Truhen oder an der Truhe dran, stand ein NPC und dort konntet ihr für ein Platin. Früher gab es in Guild Wars die höchste Wertung war Platin. Also es gab Platin und ich glaube Gold. Oder waren das sogar vier? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall gab es Platin und Platin war die höchste Währung. Und in Guild Wars 2 ist nur Gold die höchste Währung. So, hier konntet ihr früher, also hier konntet ihr in Guild Wars 1 Dinge ausstellen, um in Guild Wars 2, wie gesagt, zum Beispiel das hier freizuschalten. So, und dieser NPC hier, seid mir gegrüßt. Der gibt euch diese ganzen Skins, die ich euch gerade eben gezeigt habe, die ihr mit Guild Wars 1 freischaltet. Ich erkenne den Wert eurer Seele, Heldin. Ich bin an die Welt gebunden, um diese Gegenstände zu bewachen, die für euch bestimmt sind. Viele Jahrhunderte sind vergangen, doch nun seid ihr endlich gekommen. Nehmt eure Erbe an euch, die Zeit ist gekommen. Welche Gegenstände habt ihr gehütet? Sie gehörten einem Helden, der durch eigene Verdienste alle diese Relikte zu Lebzeiten anhäufte. Seit Jahrhunderten warte ich auf jemanden, dem das gleiche Heldentum innewohnt. Ich sei dieser jemand. Ich gebe euch alles. Was macht ihr ausgerechnet hier? Ich kam mit der Ebon-Vorhut, als sie in ihre endgültige Heimat in Ebonfalke zurückgerufen wurden. Dort tat ich meinen letzten Atemzug, aber ich habe immer gewusst, dass das der Ort ist, an dem ich gehöre. Sollte ich an euer Grab vorbeikommen, werde ich eure Entschlossenheit denken. Für Ascalon. So, zeigt mir die Sachen. So, und hier könnt ihr die euch einmalig kaufen. Wenn ihr euch die dann hier kauft, schaltet ihr die für die Garderobe frei und dann müsst ihr nicht mehr hier hinkommen und dann könnt über die Garderobe hier diese Items auswählen. So, und wir können uns hier zum Beispiel diesen, oder das ist ein Kurzbogen, okay, nevermind, den können wir nicht nehmen. Wir können uns, ich zeige euch einfach mal die Items. Das sind so ziemlich alle Items,
die, wie sage ich das jetzt, die ihr bekommen könnt. Ich glaube, das sind sogar alle. Es müssten alle sein, die ihr durch Gatewars 1 bekommt. Und das sind halt verschiedene Armschützer. Also einmal für leichte Rüstung, für mittlere und für schwere. Wir haben mittlere, deshalb nehme ich die mit. Dann gibt es ein Kriegshorn, eine Axt, ein Miniatur, eine... Ach, ich wollte dir noch zeigen, warte, so, Vorschau, so. Ah, so, das hier ist das Kriegshorn, das hier ist die Axt, das hier ist das Mini-Pad, das hier ist die Fackel. Ich finde, die sieht irgendwie aus wie so ein Käfer hier vorne. Dann gibt es einen Hammer, den finde ich auch übelst cool. Dann gibt es so ein Kopfdiadem. Den gibt es nur Waffe, so. Dieses Schwert, das hat so einen leichten Effekt. Dann den Langbogen, den ich mitnehmen wollte. So, dann gibt es noch ein Mini-Pad. Dieses kleine Waschbär-Ding hier. Dann gibt es diesen Fokus, der ist auch mega schön. So, hier. Dann gibt es diesen Hammer. Dann gibt es diese Handschuhe und diese Pistole hier, diesen Zauberstab, den finde ich eigentlich mega cool, aber das ist halt, das sieht halt so im Endeffekt schlecht aus, weil das halt Guild Wars 1 Qualität ist. Das Spiel, also Guild Wars 2, wurde mit der gleichen Engine wie Guild Wars 1 gemacht. Und dafür, finde ich, hat sich Guild Wars sehr, sehr weiterentwickelt von der Grafik. Und dann gibt es noch das hier und das Schild. Das ist übelst cool. Ich finde das so cool, das Schild so. Dann eines meiner Lieblingsschwerter. Das ist ein sehr spezielles Schwert. Das werden wir nämlich auch noch sehen. Da ein Charakter in Guild Wars 2 dieses Schwert benutzt. Dann haben wir diesen diese Katze, diesen Bogen, diesen Stab hier, der ist auch ganz süß, finde ich. Dann kommen wir zur Vermächtnisrüstung. Vorschau. Das hier wäre die ganze Vermächtnisrüstung. Dann, also für mittlere Klasse, mein Gott. Dann die für leichte. Je nachdem, welche Rasse ihr spielt, sieht das natürlich anders aus. Also an einem Mensch oder einem Silvari oder einem Norn sieht das, oder Azura sieht das halt anders aus wie bei einem Char. Bei einem Char sieht fast alles gleich aus, egal ob ihr männlicher Charakter oder weiblicher seid. Da die Charaktermodells für die relativ gleich sind. Es gibt sehr, sehr wenig Ausnahmen, wo die männliche Kleidung sich von der weiblichen unterscheidet. So, und das war die Halle der Monumente. Die befindet sich bei Guild Wars hier oben. Also wir sind jetzt gerade von hier durch dieses Item hier hochgekommen. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Schwarze Zitadelle, also die Hauptstadt der Char an. Aber ich kann mein Mini... Ich kann mein Pad nicht wechseln! So, so. Wieso habe ich das ausgerüstet? Ich bin komisch. Kurz vorm Portal erstmal ein Reittier ausrüsten. Also wie gesagt, die Reittiere... Könnt ihr nur bekommen, wenn ihr die Add-ons, die zugehörigen, habt. Aber... Mal gucken, kann ich mit euch reden? Die Legion ruft. Kann ich nicht. Schade. Kann ich mit dir reden? Was wollt ihr? Diese Stadt zieht wirklich ein paar gefährliche und stärker aussehende Individuen an, was? Solche Leute liegen mir. Wer seid ihr? Maul, Schattenpein ist mein Name. Mein Trupp ist hier auf Fronturlaub. Wir sind im Viertel hinter uns untergebracht, aber ich wollte unbedingt die Zitadelle erkunden. Wie ich sehe, seid ihr von der Aschelegion. Ich auch. Sagt es laut, sagt es stolz. Wer schafft's? Die Aschelegion. Wann habt ihr den Fahrer verlassen? Vor so langer Zeit, dass ich mich gern daran...
dass ich mich gern daran erinnere. Und ihr? Ebenso. Hoffentlich wird mein Trupp nach diesem Urlaub irgendwo hingeschickt, wo wirklich was los ist. Ich bin es leid, auf Geistern herumzukloppen. Macht ihr nicht gerne Geister platt? Sie bluten noch nicht mal. Außerdem kann man sie nicht umbringen. Und das Schlimmste, was immer man unternimmt, nach dem nächsten Sonnenuntergang sind sie einfach wieder da. Da kann man auch Schaufler mit einem Streitkolben hauen. Ist klar, ich mache mich wohl besser auf den Weg. Tschüss. Ist da oben jemand, mit dem man reden darf? Was? Sieht leider nicht so aus. Aber hier. Eisen schützt. Hey, habt ihr euch verlaufen? Zeigt mir eure Karte, dann markiere ich's für euch. Ich suche nach dem Marktplatz. Ich benötige einen Meisterhand. Ich gehe einfach nach Hause. Okay. Legionbote. Ich habe Befehle für den Eskort zu sorgen. Wohin müsst ihr? Ich muss mich im Imperatorkern melden. Ich würde gerne das Gladium-Quartier erforschen und die Ruinen von Rinnen sehen. Ich würde gern im Fluch kämpfen. Ich würde gern den ehemaligen Quadranten besuchen. Ich muss etwas herstellen. Könnt ihr mich zum Kantor-Faktorium bringen? Ich komme alleine zurecht. Danke. Guck mal, da sind Mini-Chars. Hey! Ihr, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin Skira Flammenschweif. Ich bin Lissy. Lissy Sandpfote. Ich will es versuchen. Ich habe einen ganzen Tag Fahrerurlaub und trainingsfrei. Weiß aber nicht, mit meiner Zeit anzufangen. Irgendwelche Vorschläge? Als ich im Fahrer war, haben wir keine Freizeit bekommen. Nun, ihr seid alt. Oh, das ist böse. Unser Primo sagt, jeder muss sein natürlichen Talent selbst entdecken. Vielleicht ist das Urlaubstag eigentlich eine Mission. Wisst ihr einen guten Ort zum Entdecken der eigenen Talente? Kommt darauf an, worin besteht euer Talent, meint ihr? In meinen Truppen mögen alle Pistolen, nur ich liebe Schwerter. Ich gehöre zur Blutlegion. Im Kampf finde ich es gut, meine Feinde immer ganz dicht vor mir zu haben. Ihn atmen zu hören, seinen Atem zu spüren und ihm dann ein Ende zu bereiten. Ihr gehört wirklich zur Blutlegion. Ich muss los. Lernt fleißig. Wir haben dir voll geholfen. Wow. Wir sind so toll. Wow. Da haben wir ihnen echt nicht gut geholfen. Guck mal, kann da... Macht Meldung. Oh, schade, ich darf mit dir nicht reden. Aber da sind noch welche, mit denen ich reden kann. Legionär, ich habe nichts getan, außer mich zu benehmen. Warum lungert ihr dann hier herum? Erzählt mal! Sicher, was immer ihr wissen wollt, Legionär. Der Name eurer Trupps, wie lautet die Geschichte? Wir sind der Strichtrupp. Wir geben uns den Namen Strichtrupp, als wir hörten, dass ein Trupp diesen Namen von der Flammenlegion massakriert worden war. Wir ehren die Gefallenen. Ich habe noch eine Frage. Wie lautet die aktuellen Befehle des Trupps? Wir kommen gerade vom Schrottplatzdienst. Ist nicht so glanzvoll, wie es klingt. Wir erwarten jeden Tag neue Befehle des Tribuns. Wie viel seid ihr in euren Trupp? 14. Wir sind seit dem Fahrer zusammen. Wir kommen alle ziemlich gut miteinander aus, obwohl sich Flinkstich mit seinem Gejammer manchmal in den Wahnsinn treibt. Ach, Mann. Wer ist euer Legionär? Das ist das Problem. Flinkstich ist unser Legionär, wenn auch vielleicht... nicht für lange. Ich bin kurz davor, ihn herauszufordern. Er hat einfach nicht das Zeug zum Anführer. Was hält euer Zenturier davon? Ach man, sie muss sich um ein Dutzend anderer Trupps kümmern. Bei kleinen Zusammenstößen drückt sie ein Auge zu, solange niemand von Bedeutung stirbt. Das würde sie wohl aus Ressourcenverschwendung ansehen. Sie hat recht, rührt euch. So, was hast du? Du hast nicht... Aua, jetzt mal ohne das hier ist unsere Heimat... Alter! Heimatinstanz, so. Alter.
Ihr seht ja hier auf der Karte. Es ist die Mühe nicht wert, sich von meinen dummen Untergebenen zu erholen. Maggie. Au! Was ist denn gerade los mit mir? Hier gibt es ein paar Dinge zum Einsammeln, die ihr euch aber im Laufe des Spiels erst besorgen müsst. Es tut mir leid. Ich beende erstmal den Part hierfür und warte mit der nächsten Aufnahme ab, bis mein Schluck auf weg ist. Ohne Witz, das ist gerade nicht gut. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann und bye bye.